obgleich wieder erwarten. Jede Geschichte, wie zum Beispiel die des Ödipus Rex in einem Kriminalroman, vielleicht solltest du das öfter machen. Besteht, vielleicht hast du zu wenig die, Spaß. Die Wahrheit immer als das gesamte Gewebe, nicht nur der Fakten, wie das Zizek in MeToo oder in den Fake News beschreibt, besteht, sondern in der Vollständigkeit aller Fakten, wie es im Gerichtsurteil und? Sagen sie die Wahrheit. Hast du noch irgendeine Frage? Nur die Wahrheit und die ganze Wahrheit. Na gut, frag mich. Lacan sagt, man kann die Wahrheit nicht sagen, weil es die Worte sind, die mangeln, aber war hier die Konstruktion der Wahrheit besteht tatsächlich in all diesen Kriminalfilmen, in all diesen Entwicklungsromanen, in dem es zu einem Robinson Crusoe schon Prozess führt, die Aspekte von allen Seiten zu betrachten in ihrer Komplexität, und nur das kommt der Wahrheit nahe. Fakten selber zählen nicht, wenn sie nicht vollständig aufgezählt werden. Man sieht es am besten an den medizinischen Wissenschaften, in denen alle Statistiken ja nur von den Kranken ausgehen und niemals diejenigen untersuchen, die gesund geblieben sind und 80 Jahre alt sind und gevögelt und gekifft oder was auch immer gesoffen und gelebt haben, sodass damit sozusagen eine strukturelle Verzerrung von vornherein entsteht, indem nur die puritanistischen Fakten der Datenlage der Kranken erhoben wird. Auch Kohortenstudien, unterliegen dem gleichen Prinzip, sodass das eine wieder kapitalistische Idealisierung oder Ideologisierung bedeutet, die auf nur eines hinaus will, nämlich Machtverhältnisse, die Komplexität menschlicher Verhältnisse gut, aber wie lange? In ihrer Gebrochenheit und Inkonsistenz und Sprunghaftigkeit ist durch Vereinheitlichungstheorien des Ideologismus nie zu beschreiben. Umgekehrt ist der Mythos der Lebenserhaltungsparadigma ein Phantasma ganz anderer Art. Aber dazu haben wir uns an anderem Ort geäußert.